Viele Frauen und Männer fühlen sich in manchen Alltagssituationen unsicher. Damit du dich nicht unsicher fühlst, ist es wichtig, auch in einer Extremsituation einen Plan zu haben. Du bist jetzt in einer unangenehmen Situation, wo jemand auf dich zugeht. Und das, was du machst, ist, du vergrößerst den Abstand, indem du nach hinten gehst. Du gibst deine Hände nach oben, hast eine Abwehrgestik und gleichzeitig kommt eine laute Stimme von dir. Ob du jetzt schreist oder Stopp sagst, das bleibt dir überlassen. Wichtig ist, dass du irgendetwas laut und bestimmt sagst. Stopp! Stopp! Du stehst jetzt so da, doch derjenige zuckt und kommt nach vorne. Und du musst jetzt angreifen, denn Angriff ist die beste Verteidigung. Du verlagerst dein Gewicht nach vorne und kickst mit dem hinteren Bein zum Unterleib oder zum Bauch. Stopp! Stopp! Vergessen haben, ist ein Prinzip. Und dieses eine Prinzip, das ist wahnsinnig wichtig und das ist kampfentscheidend. Das ist so wichtig, dass wenn du dieses Prinzip beachtest, dass du der Sieger bist von dieser Konfrontation. Und dieses Prinzip ist ziemlich simpel. Dieses Prinzip ist, wenn du deine Stimme verwendest, den Kick ausführst, dass du sofort nachgehst und weiter angreifst. Auf der Straße gibt es keine Regeln. Und deswegen höre nicht auf anzugreifen. Deck denjenigen mit Schläge ein. Deck denjenigen mit Tritten ein. Wehr dich, sei kein Opfer. Wenn du das machst, dann nutze deine Chance und flüchte dann. Wir zeigen das jetzt vor. Stopp! Jetzt habt ihr gesehen, wie wichtig es ist, für die nötige Distanz zu sorgen, die Stimme einzusetzen, im richtigen Moment anzugreifen, bevor ihr eine kassiert. Und danach nicht aufzuhören mit dem Angriff. Und das ist echte Selbstverteidigung. Ich wünsche dir in deinem Leben niemals so eine Situation. Aber falls du in so eine Situation kommst, dann wehr dich und sei kein Opfer.